Ich bin immer noch schwer beladen und schwach. Wenn ich herauskriege, wie man kämpfen kann, vielleicht kann man ja kämpfen trainieren einfach. Ich werde das durchtrainieren, bis ich Stufe 12 da bin. Ganz einfach. Ich will nicht springen, ich will. Oh, nö. Was ist das gemein? Haben die alle Leichen da vor der Stadt versammelt? Ah ne, hier. Schnellreiseort, schön. Schön. So, da geht's nicht rein. Das ist ja super. Ist ja echt super hier. Bald bin ich müde. Bin minimal zu schwer. Vielleicht bald was essen. Ich weiß ja nicht. Könnte auch hier auch schlagen. Zack, 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 zack. Kämpfen. Kämpfen, Spieler. Stärke, das bringt gar nichts, das Kämpfen. Sattheit 92. Hm. Was ist das? Was ist hier los? Hey, wer ist da? Was hast du hier zu suchen? Lebensmittel. Lieber Gott! Der ist hingeschieden, Arbeitsstiefel. Oh, gefolterte schwarze Wundhaube. Ja, Blumenaufguss. Verteidigung 30. Alle nehmen. Lederwams, gewöhnliche getätte Jacke. Wundhaube. 9. Gucken wir mal. Inventor. 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 Richtung. Richtung. Zusätzlich eine Kopfrüstung. Boah, es ist schwer. Es ist alles so schwer. Nahrung hier. Ich muss was Schweres essen. Hier, das. Forelle. Kann ich das noch essen? 4 Forellen habe ich. Kann ich essen. Okay, Forellen. Weg mit der Forelle. Nein! Puh. X fallen lassen. Alle. Kann ich essen? Sattheit. 117, ja. Wieder ein zu viel. Hier, der ist eine Scheiß. Oh. Jetzt habe ich Wassermelone gegessen. Alle drei? Ich habe 3 Wassermelone gegessen. Jetzt bin ich träge, weil ich so satt bin. Na toll. Ach. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Hm. Kente, du wärst umgekommen. Du kannst nix.
Wieso tust du mir das an, Vater? Hm? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Und war bestimmt sein Plan. Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Ich habe eine Schaufel. So bestimmt bei uns, oder? Die Schmiede. Alles niedergebrannt. Schaufel. Wir müssen eine Schaufel gehabt haben, oder? Und Kohl. Später im Spielwürfel, den Heinrich Heim hier hergestellt hat, damit er ihm Glück in der Liebe bringt, weswegen er damit auch lieber nicht spielen möchte. Oh. Ah! Nee. Hier alles nehmen. Dann nehmen wir schon mit. Dann gucken wir uns mal Sonstiges. Genau, Fertigkeitsbuch. Länge 40, Fortschritt 0, Gewicht 1, Preis 50. Kann ich das lesen? Ein Unstile Frefren Asoplone. Geil. Töse nicht. Das ist keine Zeit für. Okay. Ich darf ihn nicht lesen. Ich darf ihn nicht lesen. Ich glaube, hier kommen noch mal Gegner. Ja, die habe ich schon geplündert. Wir haben keine Schaufel. Das ist ja peinlich. Und eine Hacke bei. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Ah. Ich habe nur keine Schaufel.
Hund gebellt. Das Haus sieht noch einigermaßen gut aus. Ein bisschen eingefallen ist es trotzdem. Das ist ein Hund. Zum Hund. Ich weiß nicht warum, aber ich muss zum Hund. Ich komme. Also, komm ich da hin? Der bewacht die Schaufel. Muss ich da irgendwie hinkommen? Die muss da irgendwo eine Schaufel geben. Das gibt's doch gar nicht. Scheiß Schaufel, ey. Oh. Ah, toll. Die Leine, du Drecksköter. Verdammtes Biest! Was ist denn los, Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Oh Mann, ich hab nicht geholfen, ey. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Schiebe es dir in den Arsch. Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann heb das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Ein Arsch bleibt ein Arsch, ganz gleich in welcher Situation. Mist, Mist, Mist! So ist es recht! In den Schwanz ein! Toll. Ich kann den scheiß Bogen gar nicht benutzen. So, Schaufel. Weg mit dem.
Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigen. Ja. Jetzt bin ich wieder überladen. Ach du Scheiße, wegen der ollen Schaufel. Das ist nicht ganz so knapp. Okay, dann wieder den Hügel hoch. Im langsamen Tempo. Und Daumen, Daumen, Daumen. Das wird halt stärker werden. Ach du Scheiße, ich hab hier wieder Rot. Grausamst, grausamst. Unter der Linde, ja. Da kann man sie begraben. Unser Haus sieht auch noch wirklich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Von außen auf jeden Fall. Garten auch, also im Prinzip kann man das so nehmen. Beginne zu graben. Also. Legen wir mal los. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bische? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Ah, komm mal her. Bitte lass mich kämpfen. Mal, gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Lass mich kämpfen! Verdammt! Scheiße! Wie blocke ich denn nochmal? Scheiße. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird.
wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Schiff. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, habe ich recht? Und nun ergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Warum ist das jetzt so ultra leise? Das ist ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hört auf mit den Spielchen. Heilige Scheiße. Okay, ich sollte auf jeden Fall verlieren, aber der hätte nicht schlecht geguckt, glaube ich. Fest abgeschlossen, okay. Yo, das war. Oh, das Erwachen. Eine Waffe? Ja. Oh. Ach, Mann! Nochmal blocken. Ach du Scheiße. Ich muss nochmal nachgucken, wie man blockt das.
das ist ja ganz schrecklich. Ach du meine Güte. Manchmal scheiß kämpfen zu lernen hier. Mann! Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Äther. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder. Meine Familie. Meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja. Alle, die ich geliebt habe. Mein Gott, ist das laut. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruhe dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut. Mein Gott, was ist das so laut? Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Rathai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum.
Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Die Rathausmühle ist nun dein neues Heim. Dort kannst du schlafen und in diesem Zuge das Spiel speichern. Auch deine Truhe findet sich in der Mühle. Ihr Inhalt steht ja auch in anderen von mir bewohnten Gebäuden und Mietunterkünften zur Verfügung. Ach, geil. Quest begonnen, Vergeltung. So, ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Inventar, 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 Inventar. Hä? Ich habe nichts, aber ich bin stärker. Ich bin stärker. Stärker. Habe ich einen Spezialisierungspunkt? Angriffe mit deinem Schützeblocken kostet dich 30% weniger aus, aber Leichen oder Bewusstloses tragen. Ja, das mache ich. Ah, ne. Ich habe Hunger. Okay, das war's erstmal.